Sehr geehrter Herr Präsident Bowens-Adenauer, sehr verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich vorhin hereinkam, wurde mir gleich gesagt, dass ich ein Protestant sei. Das sähe man ja. Wenn ich katholisch wäre, hätte ich mich nicht an den Dresscode dieses Abends gehalten. Dann war ich sehr froh, als ich Herrn Dombrovskis-Feldhoff traf, weil ich dann gedacht habe, es ist auch dafür gesorgt, dass deutlich signalisiert wird, dass man auch mit einem kirchlichen Gewand hier zugelassen wird. Beides finde ich gut und ist Ausdruck einer schönen Ökumene, die ich auch zur Grundlage meiner Rede machen will, nachdem Herr Bowens-Adenauer versucht hat, am Eingang mich mit dem einen oder anderen Kölner Protestanten bekannt zu machen. Und jeder, den er fragte, ob er vielleicht Protestant sei, sagte, nein, ich bin katholisch. Sie merken aber schon, dass mich das nicht besonders verängstigt hat. Aber ich werde versuchen, auch die große katholische Präsenz in diesem Raum im Lauf meiner Überlegungen angemessen zu berücksichtigen. Aber erlauben Sie mir bitte zunächst, Sie durch ein vielleicht etwas ärgerliches Bild von der Vorspeise zu befreien und ins Nachdenken über Ethik und Unternehmertum hineinzuziehen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Zwergenwerfen ist. Zwergenwerfen ist erfunden worden als Sportart in Australien. Und da war die Idee offenbar, dass man statt die Kugel zu stoßen oder den Speer oder den Hammer zu werfen, auch lebendige Menschen werfen könnte und dann abmessen, wer den Menschen am weitesten geworfen hat. Dazu nahm man kleinwüchsige Menschen, tat sie in eine entsprechende wattierte Kleidung, legte Matten aus, damit dort, wo sie aufkamen, nichts Ernsthaftes passierte, und dann begannen Meisterschaften zunächst in Australien, für kurze Zeit sogar auch Weltmeisterschaften im Zwergenwerfen. Unterhaltungssüchtige Unternehmer kamen auf die Idee, dies auch zu einem Gewerbe auf Jahrmärkten zu machen. Da gab es dann auch die Variante, dass zwei kräftige Hünen in einem entsprechend großen Abstand voneinander Aufstellung nahmen und sie warfen sich den kleinwüchsigen Menschen zu. Er war keineswegs so gut wattiert. Es kam darauf an, ihn aufzufangen. Die Hünen, gefragt, wie sie denn so etwas tun könnten, sagten, erstens hat der Zwerg zugestimmt, zweitens wollen die Leute das sehen, es ist ein einträgliches Unternehmen. Der kleinwüchsige Mensch, darauf befragt, wie er denn so etwas tun könne, sagte, er müsse schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen und wenn schon, gelinge es ihm auf diese Weise, aus seinem Handicap Geld zu machen. Als Gerichtsverfahren und Gesetzgebungsverfahren darüber in Gang kamen, ob diese Art von unternehmerischer Tätigkeit eigentlich mit der Würde des Menschen vereinbar sei, kam sofort der Gegeneinwand, es sei umgekehrt. Wer den Unternehmern das verbieten wolle, der verstoße gegen die Berufsfreiheit. Und auf die Weise gab es in Frankreich, in Kanada, in anderen Ländern Gerichtsverfahren, Gesetzgebungsverfahren, die schließlich darin endeten, dass sogar die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen ausdrücklich feststellte, so etwas zu verbieten, verstoße nicht gegen die Rechte des kleinwüchsigen Menschen. Sie werden sagen, es ist ein absurdes Beispiel. Leider ist es bloß seit dem Jahre 1980 ein Teil der Realität gewesen. Und es ist in seiner ganzen Sonderbarkeit
vielleicht doch eine Hinführung darauf, dass in der Frage nach dem Verhältnis von Ethik und Wirtschaft, von Ethik und Unternehmertum, die Antworten sehr, sehr weit auseinandergehen. Ob unternehmerisches Handeln sich an ethischen Grundsätzen ausrichtet und ausrichten kann, ist in unserer heutigen Welt äußerst umstritten. Auf der einen Seite wird die Unerlässlichkeit ethischer Standards, ethischer Prinzipien oder wie man heute häufig sagt, ethischer Werte unterstrichen. Und es wird darauf hingewiesen, dass anders sich das Vertrauen in die Wirtschaft, in unser Wirtschaftssystem, wie in das einzelne Unternehmen und die jeweils handelnden Personen überhaupt nicht erhalten oder erneuern lässt. Auf der anderen Seite wird vor einem moralisierenden Fehlschluss gewarnt. Wirtschaftliches Handeln folgt seinen eigenen Gesetzen und lässt sich gar nicht, so wird dann gesagt, durch ethisches Verhalten der Einzelnen, sondern allenfalls durch politische Rahmensetzungen begrenzen. Ein ganz wichtiger Einwand sagt, wer als Einzelner oder als Unternehmen versucht, sich an ethischen Standards zu orientieren, gerät in die Gefahr, Opfer des Moral Hazard zu werden. Also Opfer derjenigen Trittbrettfahrer, die genau daraus Nutzen ziehen, dass die einen versuchen, anständig zu bleiben und sich im Rahmen ethisch verantwortbaren Handelns zu bewegen. Diametrale Gegensätze. Mir kommt es so vor, dass in dieser Diskussion ein weiterreichendes Problem gar nicht genügend gesehen wird. Und das hat mit der Frage des Zwergenwerfens auf andere Weise zu tun. Die Frage heißt so: Hier im Raum sind wir alle davon überzeugt, mich übrigens eingeschlossen, dass der Markt das richtige Steuerungsinstrument ist zur Allokation von Ressourcen in wirtschaftlichen Prozessen und deswegen besser als andere Wirtschaftsformen dafür sorgt, dass Güter und Dienstleistungen zustande kommen, zu den Menschen kommen, an den Menschen orientiert sind. Nur ist damit nicht gesagt, dass alles, was Menschen brauchen, marktförmig organisiert werden soll. Gibt es Grenzen, die Zugänglichkeit zu Gesundheitsleistungen marktförmig zu organisieren? Selbstverständlich ja, nämlich die Grenze, dass der Zugang zu den erreichbaren Gesundheitsleistungen ein Menschenrecht ist, an dem jeder in gleicher Weise partizipiert, unabhängig davon, ob er arm oder reich, jung oder alt ist. Kann man Kultur und Wissenschaft vollständig vermarktlichen? Selbstverständlich nicht, weil Wissenschaft nicht käuflich sein darf. Denn dann wäre die Freiheit von Forschung und Lehre nicht mehr gewährleistet. Darf man die Familie vermarktlichen und die Frage des Ja oder Nein zu Kindern von einer Profit- und Nutzenkalkulation abhängig machen? Man könnte einen Augenblick über die Frage nachdenken, dass das vielleicht bei uns schon weithin so ist. Die Folgen sehen wir an der Geburtenrate. Darf man Ethik vermarktlichen? Natürlich nicht, denn dann ist sie gar nicht mehr ein Widerlager zu dem, was wir tun. Aber genau das passiert. Im Zusammenhang der Wirtschaftsethik wird von maßgeblichen Stimmen gesagt, man solle Ethik nicht mehr an Regeln und Prinzipien orientieren, sondern an Anreizen und Belohnungen. Das genau heißt Vermarktlichen der Ethik. Und es veranschaulicht die Frage vielleicht, wenn Sie einen Augenblick auf die täglichen Erfahrungen nach Weihnachten herunterbrechen. Alle Eltern haben die Schwierigkeit, ihre Kinder daran zu erinnern, dass sie sich für Weihnachtsgeschenke
bedanken sollen. Manche Eltern gehen dazu über, auch im Blick auf die Geschenke, die außerhalb des Hauses abgeschickt worden sind, zu sagen, die seien alle vom Weihnachtsmann oder vom Christkind, großer ideologischer Konflikt, damit die Kinder vom Bedanken befreit sind. Andere machen es anders und sagen, für jeden Dankbrief, den du schreibst, kriegst du 1 Euro. Vermarktlichung der Ethik. Die Idee ist, Dankbarkeit zu erzeugen, indem man Dankbarkeit bezahlt. Oder nehmen Sie statt aus der Erfahrung des Alltags ein Beispiel aus der großen Politik. Wir können bekanntlich in Europa ökologisches Wohlverhalten kaufen und verkaufen, indem wir CO2-Emissionszertifikate handeln. Nun ist jemand auf die Idee gekommen, die Überlegung nur mal anzustellen. Wir könnten doch mit der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen, Flüchtlingen aus humanitären Gründen, so umgehen, dass irgendeine Instanz, sagen wir die Vereinten Nationen, jedem Land eine bestimmte Quote von Flüchtlingen zuweist, sagen wir 20.000. Und das Land hat die Möglichkeit, diese Quote zu verkaufen an ein anderes Land. Verkauft 10.000 Flüchtlinge an Uganda, das Land braucht dieses Geld gerade dringend. Und man ist von der Frage frei, wie Flüchtlinge denn wohl in Uganda untergebracht sein werden. Beispiele vom ganz persönlichen bis ganz zum ganz politischen Bereich, die sagen, das Marktprinzip behält seinen guten Sinn nur dann, wenn es auf seinen Kernbereich angewandt wird und nicht auf alles und jedes. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man den Sonntag ganz und gar dem Marktgeschehen opfert. Plötzlich war ich als Berliner Bischof mit der Tatsache konfrontiert, dass das Land Berlin 10 Sonntage verkaufsoffen gemacht hat, darunter alle 4 Adventssonntage. Und das in einer Nacht- und Nebelaktion, in der die Einwände der Kirchen gegen ein viel gemäßigteres Konzept beiseite gewischt waren. Ich sah keine andere Möglichkeit mehr, als mit dieser Frage vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen und zu fragen, was der Verfassungssatz, dass die Sonn- und Feiertage unter dem besonderen Schutz des Staates stehen, und zwar als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung, wie das Grundgesetz sagt, ob dieser Satz noch etwas bedeutet. Und es war bemerkenswert, dass das Bundesverfassungsgericht diesem Einwand stattgegeben und das Land Berlin sein Gesetz revidieren musste. Aber wenn man daraus nicht die grundsätzliche Folgerung zieht, zu sagen, nicht alles und jedes kann vermarktlicht werden, dann greift man zu kurz. Das Ja zu der Funktionsweise des Marktes hängt daran, dass wir einen Sinn für die Grenzen haben. Und diese Grenzen müssen, glaube ich, noch ein Stück fundamentaler formuliert werden. Und das angesichts einer Entwicklung, die durch 2 Vorgänge besonders geprägt war. Einerseits durch die Verselbstständigung der Finanzmärkte und andererseits durch die Verselbstständigung der Orientierung an den Shareholder Values. Ich frage immer wieder Betriebswirtschaftsstudenten, was sie eigentlich in ihrem Studium lernen, was der Sinn der Wirtschaft sei. Und sie antworten mir, obwohl sich eigentlich schon rumgesprochen haben müsste, dass ich die Frage manchmal stelle, der Sinn der Wirtschaft ist, Gewinne zu machen. Dann rate ich Ihnen mal ein Lehrbuch zu lesen, das vor dem Jahr 1990 erschienen ist. Und da lesen Sie dann, der Sinn der Wirtschaft besteht darin, Güter und Dienstleistungen zu produzieren, herzustellen, bereitzustellen, die für die Menschen wichtig sind und die Menschen wirklich brauchen. Und dann auf diese Weise Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen,
von denen Menschen leben können. Und das in einer Weise, vorhin wurde es gesagt, dass die Lohnstückkosten so sind, dass auch die internationale Konkurrenzfähigkeit gewahrt wird. Und dies schließlich auch so, dass es profitabel ist, denn wenn es das nicht ist, kann man weder in die Zukunft hinein Güter und Dienstleistungen bereitstellen, noch Arbeitsplätze finanzieren. Das Geld ist in diesem Zusammenhang ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Die Wirtschaft ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um der Wirtschaft willen. Das, so bin ich überzeugt, ist der Kernsatz, wenn wir nach dem Zusammenhang von Ethik und Wirtschaft fragen wollen und wenn wir eine ethische Orientierung suchen. Nun wird diese Diskussion, die ich zu beschreiben versuche, zusätzlich verschärft durch eine neu aufgekommene Kapitalismuskritik. Sie wurde insbesondere durch die Finanzmarktkrise und die ihr folgende Eurokrise ausgelöst. Kapitalismus und globalisierte Wirtschaft werden gleichgesetzt. Die Verschärfung sozialer Gegensätze wird als unausweichliche Folge der kapitalistischen Wirtschaftsweise angesehen. Auf diese Kapitalismuskritik will ich und muss ich auch deswegen zu sprechen kommen, weil jüngste Äußerungen von Papst Franziskus in diesen Rahmen einer solchen Kapitalismuskritik eingeordnet worden sind und sich vielleicht auch in gewisser Weise eingefügt haben. In einer Enzyklika über die Freude am Evangelium, Evangelii Gaudium vom November des vergangenen Jahres, hat der Papst ein klares Nein zur absoluten Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation ausgesprochen und hinzugefügt, diese Wirtschaft tötet. Seine Kritik richtet sich gegen Prozesse der Ausschließung von Teilen der Gesellschaft aus der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Exklusion ist nach seiner Auffassung noch schlimmer als Ausbeutung und Unterdrückung. Denn die Ausgeschlossenen sind nicht Ausgebeutete, sondern, wie er sagt, Abfall, Müll. Scharfe Töne. Zu ihrem Verständnis muss man in meinen Augen zweierlei berücksichtigen. Die Freude am Evangelium, Evangelii Gaudium, ist das Thema dieser Enzyklika. Es geht dem Papst darum, die missionarische Umgestaltung der Kirche aus der Freude am Evangelium zu stärken und voranzubringen. Ein Vorhaben und ein Ziel, das wir, so bin ich überzeugt, in großer ökumenischer Übereinstimmung und Gemeinschaft nur bejahen und begrüßen können. In diesem Zusammenhang bespricht er so wörtlich einige Herausforderungen der Welt von heute, auf die sich die Kirche irgendwie beziehen muss. Und dort kommt diese scharfe Wirtschaftskritik. Und diese Wirtschaftskritik, darauf hat auch Kardinal Lehmann in einem sehr abgewogenen Artikel zu dieser Enzyklika ausdrücklich hingewiesen. Diese Wirtschaftskritik wird nun nicht in die große Tradition der päpstlichen Soziallehre in Antwort auf den Industrialisierungsprozess seit der Enzyklika über die neuen Dinge, wie sie programmatisch hieß, von 1891, nicht in diese Tradition wird das hineingestellt. Stattdessen orientiert Papst Franziskus sich ganz und gar an seinen eigenen unmittelbaren Erfahrungen in Argentinien, einem Land, von dem wir alle wissen, dass es in der jüngsten Vergangenheit durch die schwersten wirtschaftlichen Fehlentwicklungen und Katastrophen hindurchgegangen ist. Und diese unmittelbare Erfahrung wird nun zum Maßstab der Beurteilung. Dabei wird nicht zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsformen und unterschiedlichen Formen der Wirtschaftsorganisation unterschieden, sondern im Grunde wird alles, die globalisierte Wirtschaft insgesamt, am Bild eines Manchester-Kapitalismus gemessen und mit ihm gleichgesetzt. Die Differenz zwischen einem solchen Turbokapitalismus, welcher Art auch immer,
und einer geregelten und geordneten sozialen Marktwirtschaft, diese Differenz kommt überhaupt nicht vor. Ein Phänomen, das äußerste Nachdenklichkeit erzeugen muss. Wenn von der gegenwärtigen Wirtschaftsform generell so geredet wird, dass diese Art von Kapitalismus als identisch mit heutiger Wirtschaft insgesamt bezeichnet wird, dann sind wir ohne Zweifel in einer außerordentlich problematischen Lage. Und daraus folgt in meinem Verständnis, dass wir großen Grund dazu haben, die Kritik aufzunehmen dergestalt, dass wir an der Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft zu einer global verantworteten, ökologisch reflektierten sozialen Marktwirtschaft weiterbringen. Ich sehe keinen anderen Weg, auch ethisch keinen anderen Weg, als dies voranzutreiben und nicht zu meinen, wir könnten stehen bleiben auf einem Modell, das sich doch bewährt hat. Nein, wir müssen das Modell weiterentwickeln, dass es zukunftsfähig wird, dass es international tragfähig ist, aber auch international ausstrahlen kann. Und so, dass es in einer überzeugenden Weise an diesem Leitgedanken orientiert ist, dass die Wirtschaft um des Menschen willen da ist und nicht der Mensch um der Wirtschaft willen. Und man sollte dabei am kritischen Impuls von Papst Franziskus ein Element nicht geringschätzen, nämlich die Entschlossenheit, mit der er die gegebene Situation aus der Perspektive von ausgegrenzten und ausgeschlossenen Menschen betrachtet. Das ist uns ja in Europa nicht so fern. Zur Eurozone gehören Länder, in denen 50% der Jugendlichen ohne Ausbildungsplätze sind. Ausgeschlossene. Die Gefahr einer verlorenen Generation in ein und demselben Wirtschaftsraum, zu dem auch gehört, dass wir in Deutschland über den Mangel an Facharbeitskräften klagen. Gibt es andere Teile des einen Europa, in dem große Teile der jungen Generation einfach abgehängt werden? Dieser Blick von unten, wie der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer das genannt hat, dieser Blick von unten ist unentbehrlich, wenn wir uns ethisch orientieren wollen im Blick auf die Zukunft der Wirtschaft. Zwei Schlussbemerkungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit zwei Zitaten. Das erste Zitat heißt so: Vertrauen ist der Anfang von allem. Manche haben das Zitat vielleicht noch im Sinn. Es wurde in den 90er Jahren von einer deutschen Großbank propagiert als Leitlinie ihres Handelns. Schön wäre es gewesen, wenn der Bankenbereich sich insgesamt an diesen Satz gehalten hätte. Denn er hätte sich auf die Weise vielleicht die Erfahrung erspart, dass Vertrauen leicht verspielt, aber nur schwer erworben ist. Wenn man vom Kapital sagt, es sei ein flüchtiges Reh, gilt es vom Vertrauen erst recht. Vertrauenswürdigkeit aber setzt die Orientierung an ethischen Prinzipien voraus. An der Achtung vor der gleichen Würde jedes Menschen, an der Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns, an der Verlässlichkeit im Blick auf eingegangene Verpflichtungen, an der klaren Absage an Betrug und Korruption, an der Entschlossenheit, unkalkulierbare Risiken zu vermeiden, selbst wenn man sich einbildet, mit ihnen kurzfristig die Rendite zu steigern. Und jedenfalls an der dezidierten Entscheidung, nicht selber untragbare Risiken zu laufen und die Kosten dafür dann von anderen bezahlen zu lassen. Nämlich die Entkoppelung von Risiko und Haftung ist die Preisgabe der Freiheit.
Politische Rahmensetzungen sind dabei wichtig. Regulierungen und Kontrollen können das Compliance-Verhalten von Unternehmen fördern. Aber solche Regelungen können deren eigene ethische Orientierung nicht ersetzen. Und deswegen haben Unternehmen übrigens auch ein eigenes Interesse daran, dass solche ethische Orientierung auch in der Gesellschaft um sie her noch lebendig ist. Dass der Sinn für Gemeinwohl nicht erodiert. Das aber setzt voraus, dass auch Unternehmen selber diesen Sinn für Gemeinwohl erkennen lassen. Das geschieht in vielfachen Formen durch Maßnahmen der Corporate Social Responsibility und der Corporate Citizenship. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn diesen Maßnahmen nicht abzuspüren ist, dass mit ihnen mehr gemeint ist als nur die Profilschärfung des Unternehmens, dann greifen sie zu kurz. Wenn mit solchen Maßnahmen der Sinn für Gemeinwohl, der Gemeinsinn, könnte ich auch kürzer sagen, gestärkt werden soll, dann müssen auch diese Aktivitäten selber Gemeinwohlorientierung und Gemeinsinn ausstrahlen und dürfen nicht nur eine Maßnahme der Werbung mit anderen Mitteln sein. Aus christlicher Sicht erwächst die Motivation zu unternehmerischem Handeln aus Gottes Berufung. Sie ermutigt den Einzelnen, Verantwortung für sich und andere an seinem konkreten Ort zu übernehmen. Aus christlicher Perspektive kommt der Zusammenhang von Ethik und Unternehmertum nicht erst dann ins Spiel, wenn wir Unternehmer mit der einen oder anderen kritischen Einrede bedenken. Das muss auch sein, habe ich heute ja auch getan. Sondern wenn wir zunächst einmal einsehen, unternehmerische Initiative ist in sich selbst eine Antwort auf Gottes Berufung. Ein Umgang mit den anvertrauten Talenten, die man nicht liegen lassen soll. Menschen, denen große Gaben anvertraut sind, haben aus der Perspektive des Gottesverhältnisses beurteilt auch eine Pflicht, aus diesen Gaben etwas zu machen. Dieser Saal ist zwar auf wunderbare Weise bis zum Rand gefüllt, aber im Blick auf unsere Gesellschaft insgesamt müssen wir doch sagen, wir haben nicht zu viel unternehmerische Persönlichkeiten. Wir könnten sehr viel mehr noch brauchen. Und deswegen halte ich die Ermutigung zu unternehmerischem Handeln für eine Christenpflicht und auch für eine Kirchenpflicht. Und dieser Pflicht wollte ich heute Abend auch nachkommen. Nicht nur, damit Ihnen der Hauptgang gut schmeckt, sondern weil es meine tiefe Überzeugung ist. Herzlichen Dank, herzliche Segenswünsche für das Jahr 2014 für Sie alle.